Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, liebe Leute, zu Hilf ab die News AD, der Sendung auf YouTube mit den neuesten Transfergerüchten und allgemeinen Transfer-News. Und ja, fangen wir mal an mit dem ersten FC Köln. Und wie ich finde, für den ersten FC Köln ein wirklich guter Transfer, wenn er denn so zustande käme und der Spieler einigermaßen nur halbwegs seine Leistungen von früher aus der Bundesliga abrufen kann. Und zwar will Köln laut Medienberichten noch in der aktuellen Transferphase Carlos Eduardo vom russischen Club Rubin Kazan verpflichten. Ja, Carlos Eduardo, bekannt durch seine Zeit bei Hoffenheim, indem er zusammen mit Dembaba und Obasi da so ein bisschen für Wirbel und Furore sorgte, hat in von 2008 bis 2010 bei Hoffenheim gespielt, 58 Mal in der Bundesliga, 13 Tore dabei erzielt und er soll sich schon mit den Kölnern einig sein und ich finde, es wäre wirklich ein guter Transfer. Bei Rubin Kazan spielte er diese Saison 11 Mal, erzielte dabei 3 Tore, keine Vorlagen, ist jetzt durchwachsener Wert, aber ich würde sagen, die russische Liga ist für so einen Brasilianer doch schon nicht ganz ohne. Es gibt zwar auch Brasilianer, die in der russischen Liga überzeugen, aber selbst so ein Ausnahmespieler wie Hulk hat da seine Probleme. Und von daher, ich denke, er kann in der Bundesliga nochmal zurück zu alter Stärke finden, wirklich aufblühen. Und Köln kann sicherlich so einen kreativen Mann wie Carlos Eduardo gebrauchen. Ja, der Offensiv-Allrounder kam ja im Sommer 2010 von Hoffenheim nach Kazan für ganze 20 Millionen. Und sein Vertrag läuft noch bis Ende 2016, bis Juni 2016, nicht bis Ende 2016. Kostet sicherlich ein bisschen Ablöse, aber es denke ich noch im Rahmen, Rubin Kazan auch nicht unbedingt mit ihm jetzt geplant. Und ja, wie gesagt, meine Einschätzung würde Köln enorm weiterhelfen und ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu findet. Ich sage weiterhin guter Transfer, mal gucken, wie er einschlägt. Man kann immer sagen guter Transfer und nachher kommt der Spieler überhaupt nicht in Tritt, warum auch immer. Aber ist ein guter Mann und kann sicherlich weiterhelfen. Muss nicht, aber kann. Bleibt dran. Ciao, ciao.